Einen wunderschönen guten Morgen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ab heute gibt es jeden Morgen von mir eine Story und zwar eine ganz kurze Ermutigung als Start für euch in den Tag aus meinem neuen Buch Nutella für die Seele. Und heute das erste Thema ist Thema Dankbarkeit. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass nicht die glücklichen Menschen dankbar sind, sondern die dankbaren Menschen glücklich sind. Und ich habe gelernt, Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Dankbarkeit ist kein Gefühl, sondern ich entscheide mich, dankbar zu sein. Zum Beispiel finde ich in der Bibel eine Geschichte, in der Apostelgeschichte, da sitzen Paulus und Silas im Gefängnis und im Kapitel 16 wird erzählt, dass sie geschlagen wurden und verprügelt und eingesperrt. Und dann entscheiden diese Menschen sich, Mitternacht Loblieder zu singen. Sie entscheiden sich, dankbar zu sein, trotz ihrer nicht so guten Situation. Und ihre Dankbarkeit verändert die Situation. Gott tut ein Wunder, die Türen gehen auf und Ketten werden gesprengt. Ganz vieles passiert. Und ich glaube, das Gleiche passiert in unserem Leben, wenn wir anfangen, dankbar zu sein und der Bibel gehorchen. Denn sie sagt in Epheser 5, Vers 20, dankt Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen Jesus Christus. Und alle Zeit für alles ist eine Menge, aber ich habe die Erfahrung gemacht, es macht mich glücklich. Wenn ich mich entscheide, dankbar zu sein, verändert das meinen Tag von vorn bis hinten. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, ob ich das, was ich habe, zufrieden aus Gottes Hand nehme oder nicht. Paulus sagt einmal, Quatsch, nicht Paulus, der David natürlich sagt im Psalm 16 einmal, was du Gott mir gibst, ist gut, was du mir zuteilst, das gefällt mir. Und ich glaube, Dankbarkeit und Zufriedenheit kommt auch dadurch, dass wir Dinge dankbar aus Gottes Hand nehmen und sagen, das, was du mir gibst, das ist gut. Und das, was du mir zuteilst, das ist gut. Und ich glaube, Gott hat einen guten Plan und wir haben Grund, dankbar zu sein. Und deswegen startet in diesem neuen Tag mit diesem Gedanken, die dankbaren Menschen sind die Glücklichen. Und euch viel Spaß. Wir sehen uns morgen früh wieder bei den Instagram-Stories als kleine Ermutigung für den Tag. Und falls ihr mehr wissen wollt, kauft euch das Buch Nutella für die Seele. Dankeschön, ciao!